If you knew better, but you would do better. Can't nobody love you like I do, baby, I could do better. Froschiges, hallo da draußen, willkommen zu einer weiteren Folge Sky PvP. Und ja, ich habe halt mal wieder was Wichtiges anzusprechen. Es fuckt mich mittlerweile wieder ab. Nein, diesmal ist es nicht Werbung. Sondern diesmal geht es um das Thema Push. Selbst in der Schule werde ich schon angesprochen von einer Person und die droht mich auch quasi. Und sagt, ja, wir nehmen jetzt auf und so alles. Wir nehmen jetzt an dem Tag auf und alles. Und ja, generell Leute schreiben mich an. Luke, mach doch auch mal Top-YouTuber-Format. Luke, können wir mal aufnehmen? Ich brauche Push. Luke, können wir mal aufnehmen? Luke. Nein, einfach nein. Baut eure scheiß Community selber auf. Ich hab's auch geschafft, also. Ich bin halt so, wie ich bin. Seid einfach so, wie ihr seid in den Videos oder je nachdem. Macht einfach Videos, baut eure eigene Community auf, wie ich es geschafft habe. Also, das ist mittlerweile so armselig von manchen Leuten. Und die Personen sind halt meistens irgendwie richtig, noch nie wirklich erfolgreich gewesen. Oder so, und da gibt's schon eklige Hits. Danke, dass mein Opfer wieder nicht geht. Und, ja, auf jeden Fall ist es halt ein bisschen kacke. Also, damit es klar ist, ich push euch nicht, ne? Sowas mache ich einfach nicht. Weil es armselig ist. Klar, will man als kleiner YouTuber Push haben. Ich bin ehrlich, ich wollte damals auch Push haben, aber nee, ich habe mir alles selber aufgebaut. Und ich habe es geschafft. Ich habe jetzt 2300 Abonnenten, sogar noch mehr. Und darüber bin ich mega stolz, dass ich sowas geschafft habe. Klar, jeder YouTuber sagt, mit sowas hätte ich echt nicht gerechnet. Habe ich auch echt nicht. Weil, dachte ich mir, komm, Mama aus Fun YouTube, ich habe eigentlich mega Bock drauf. Und ja, Leute, hier stehe ich, ne? Hier stehe ich, 2,3k Abonnenten, Luke, der Frosch. Immer noch so gut wie derselbe wie früher. Ach, welche eine tiefere Stimme, aber bin so schlecht wie früher und alles. Auf jeden Fall, ja, es ist so. Also Leute, damit es klar ist, ich push euch nicht. Ich mache kein Top-YouTuber-Format. Ich nehme nur mit Freunden auf, die ich länger kenne oder halt generell korrekte Leute. Oder generell Leute, die ich lange kenne. Und ja, also so ist es zum Beispiel auch. Wie zum Beispiel mit MC Master. Den kenne ich jetzt mittlerweile auch schon locker über 1,5 Jahre durchs Cloud-PvP.Nate-Team. Das ist einfach so krass, was mittlerweile geworden ist. Und deine Hits, mein Freund, sind ein bisschen kacke. Ich mag die nicht. Auf jeden Fall, ja, ist halt so. Und übrigens, abonniert mal meinen Zweitkanal. Wenn ihr wollt, wäre nett. Auf jeden Fall fangen wir jetzt demnächst auch dort an mit den Videos. Ich bin am überlegen, entweder als erstes GTA oder vielleicht doch CSGO oder doch Rocket League, ich weiß es noch nicht. Wir schauen dann mal, was daraus so wird. Aber ich schätze eher mal GTA online, einfach mal so ein Rennen oder so, je nachdem. Ja, könnt dort auf jeden Fall dann auch vorbeischauen. Dann werde ich es bestimmt auch im Video ansprechen. Und ja, Junge, deine Hits, Mann, du damagest viel. Das ist abartig. Und ja, irgendwie mein berühmter Satz in den Aufnahmen ist irgendwie, und ja, das ist ziemlich nice, irgendwie lustig auf jeden Fall. Und der Hit war ein bisschen unleaded. Ich kann mir echt vorstellen, dass der Invis drin hat, aber ich halte mich mal zurück. Ich sag's ja oft, dass der hackt, aber ja, so, oder hat auch wieder Only Ping. Könnte gut sein. Ja, guck mal hier, die Combo wieder. Aber auch von mir jetzt die Combo. Oh mein Gott, Alter. Junge, Combo für Combo. Erst er, dann ich. Ja, so ist das Leben, so ist Minecraft. Besteht aus Hackern. Natürlich, gebe ich ehrlich zu. Und natürlich auch aus schlechten Spielern. Wie ich. Der war auf 2 Herzen, Alter. Junge, hätte ich ihn bekommen. Hätte ich mal gecrittet, ey.
Auf jeden Fall sagen auch viele Leute, ich habe manchmal mir Hex drinne, ne? Ist mir auf Minecraft schon öfters aufgefallen, und nicht einfach mal so privat am Zocken. Luke, mach deine Hex aus, weil ich ihm anscheinend kranke Criticals gebe. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Oh mein Gott. Junge, war das knapp, Alter. Leck mir am Arsch. Aber guck mal, der Damage schon krass, die Rüstung, muss ich sagen. Achtet mal drauf. Er drückt 5 bis 6 Down Daddy. Das ist schon ein bisschen. Ja, ich weiß nicht. Eventuell ist es unlegit. Aber ich bin eher dafür, dass er ihn taggt. Frosch vor, noch ein Tor, sehe ich auch so. Nur, dass wir hier nicht im Fußball sind oder bei Rocket League. Seine Hose ist down, nice. Dann ist jetzt seine Brust dran. Ah, schade, hätte ich ihn jetzt noch so richtig gut gedamaged. Das wäre mega gut gewesen. Und ja. Und schreibt mir bitte mal Fragen in die Kommentare. Ich wollte eigentlich heute einen Kill-Luke auf. Kill-Luke, sag ich schon. Ask-Luke aufnehmen. Aber daraus wurde nichts, weil ich dieses Video unbedingt bringen wollte. Das hatte einfach jetzt Vorrang. Und schreibt mir gerne Fragen in die Kommentare. Ich habe zwar noch ein paar, aber es sind erst 5 Fragen vom letzten Mal. Das ist halt ein bisschen lasch, weil die anderen Fragen, die sind wieder so Mainstream und alles. Und da dachte ich mir, komm, sage ich es nochmal in einem Video, dass ihr mir Fragen stellen könnt unter dem Hashtag AskLuke. Und dann in den Kommentaren, beziehungsweise die Frage in den Kommentaren. Oder auf Twitter, was auch immer. Und ja. Dann würde ich eigentlich jetzt schon sagen, dass es mit dem Video schon war. 50 Likes vielleicht, wäre mal nice. Wegen so einem Thema. Ich scheiße eh drauf, aber würde mich freuen. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schaut gerne bei meinem Zweitkanal vorbei. Und übrigens schon danke über 150 Abos. Mega geil. Und ja, gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, euer Luke. Ciao.